Herzlich willkommen zur 22. Folge von unserem Café Stillpoint. Heute habe ich bei mir hier zu Gast den Andreas Kainz, Primarius Dr. Andreas Kainz, Osteopath und Facharzt für physikalische Medizin. Und der Andreas war immer einer der Pioniere in seinem Bereich. Er war schon bei uns in der allerersten Gruppe von Osteopathie, der Gruppe PSOAS, mit dabei, hat 92 mit uns die Ausbildung begonnen und hat schon parallel dazu in der Wiener Privatklinik eine Abteilung für physikalische Medizin aufgebaut und von Beginn an schon versucht, dort Osteopathie auch einzubauen, dort Osteopathie auch im Spitalsbereich umzusetzen. Auch da einer der ersten in Österreich oder der erste in Österreich überhaupt. Diese Privatklinik hat dann später uns auch eine Heimat geboten für unsere Lehrklinik, die wir im Rahmen der Osteopathieausbildung seit 2008 betreiben. Und wir freuen uns da sehr, diese Möglichkeit zu haben. Andreas war lange Zeit medizinischer Leiter unseres Universitätslehrgangs und ist immer wieder auch als Prüfer und als Moderator bei unseren Unilehrgängen bei den klinischen Abschlussprüfungen mit dabei. Herzlich willkommen, Andreas. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Danke für die Einladung. Bin der Einladung natürlich sehr gerne nachgekommen. Du bist natürlich auch jemand, der in den letzten Tagen und Wochen die Aufgabe hatte, ein großes Team durch die Coronavirus-Viren zu steuern. Wie ist da bei euch die Situation im Moment an der Privatklinik? Wie schaut es da aus? Also ich muss sagen, dass wir an der Privatklinik sehr rasch und sehr frühzeitig Maßnahmen gesetzt haben, die an den anderen Spitälern damals noch nicht zur Diskussion gestanden sind. Wir haben Schleusen gebaut, wir haben Abgrenzungen gemacht, wir haben Teams gemacht. Ich erzähle es jetzt von der physikalischen Seite her. Wir haben meine Mitarbeiter in Teams eingeteilt, die entweder Nord- oder nur Südflügel gearbeitet haben, respektive dann, die dann 2 Wochen da waren, dann wieder ein anderes Team, das 2 Wochen zu Hause ist, dass mir, falls jemand erkrankt, ich ein Reserveteam habe, um einspringen zu können. Wir haben ein Management getroffen in der Klinik, dass wir die Patienten, bevor wir sie aufnehmen, die müssen einen Covid-Test machen. Mhm. Die akut aufgenommen werden, werden behandelt, zum Beispiel wie akute Patienten, wie infizierte Patienten. Mhm. Es wird ein Abstrich gemacht. Wenn sich dieser Abstrich als negativ erweist, werden sie aus einem Einzelzimmer herausgenommen und in ein normales Zimmer verlegt. Also wir sind alle Sicherheitsmaßnahmen, haben wir versucht abzuchecken. Mit Händedesinfektion, mit Mundschutz, mit Schutzkleidung, falls notwendig. Aber nachdem diese Patienten dann alle ja negativ getestet sind, arbeiten wir mit diesen Patienten wie mit ganz normalen Patienten. Mhm. Also dann sind eigentlich die einzige Gefahrenquelle sind dann wir, wenn wir von außen was hereinbringen. Ja. Aber wir müssen auch täglich einen Routinecheck durchlaufen, bevor wir das Haus betreten dürfen. Aber das heißt, du hattest auch eine Menge interessanter Managementaufgaben in der letzten Zeit. Ja, also diverse Internetplattformen sind bemüht worden und wir haben anfangs täglich 1 bis 1,5-stündige Sitzungen gehabt mit Hygieniker, mit den Virenexperten, mit der Krankenhausverwaltung, mit Einkauf, mit den Stationsschwestern, mit alle, die hier im Haus beteiligt waren, um hier ein möglichst reibungsloses Management auf die Beine stellen zu können. Und das war ziemlich fordernd. Jetzt in dieser Phase sind wir schon auf 2-mal in der Woche auf diese Meetings, konnten wir schon zurückgehen. Und wir waren sehr heruntergefahren mit der Klinik und sind jetzt wieder dabei, patientenmäßig aufzustocken. Und wir fahren den Betrieb jetzt sukzessive wieder hoch. Super. Wir warten noch auf die Genehmigung. Wir wissen noch nicht genau, wann wir wieder anfangen können mit Schulbetrieb, aber wir hoffen. Und Ordination, ich habe ja angeschlossen dort die Ordination, wo ich rein osteopathisch arbeite. Und die habe ich eigentlich nie wirklich ganz geschlossen gehabt. Ich habe dort ständig gearbeitet, aber nicht volles Programm, sondern war nur für die 2-mal die Woche für Akutpatienten im Einsatz. Auch wenn man da die Vorkehrungen trifft, denke ich, ist man relativ auf der sicheren Seite. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich hab schon so mein persönliches Covid-Reizwort. Bei mir ist das die neue Normalität. Das ist gut, ja. Oder Blutdruck steigt, wenn ich das nachher. Was ist das bei dir? Hast du auch so irgendwas? Ja, ja, wenn ein bestimmter Herr vor die Kamera tritt, uns scharf anschaut und sagt, es gibt nur 4 Gründe für dagegen. Hol mir Bier dann. Gut. Soweit einmal zur aktuellen Situation. Aber gehen wir vielleicht zurück ins Jahr 92.
Erzähl ein bisschen, wie war da für dich die Abfolge? Wie bist du zur Osteopathie gekommen? Ja, das war eine witzige Sache. Ich habe ja während des Medizinstudiums war es eigentlich schon die ganze Zeit mein Wunsch, mit den Händen zu arbeiten. Ich war also ein denkbar schlechter Chirurg geworden, weil ich mich nicht steril bewegen kann. Mhm. Das heißt, ich habe zwar meine Gegenfächer auf der Orthopädie erledigt und habe dort auch bei einigen Operationen assistiert, aber man ist dort auch sehr rasch drauf gekommen, dass ich gescheiter in der Ambulanz aufgehoben bin, mhm, wo ich die Patienten angreifen kann, ohne dass ich mich verkleiden muss und Mundschutz tragen muss. Jetzt muss ich es auch tragen, den Mundschutz. Ja. Irgendwann holt eben diese Zeit wieder ein. Und die waren aber sehr froh darüber, mhm, weil ich die ganze Ambulanz in der Zwischenzeit geschupft habe. Mhm. Und wenn das Team aus dem OP heruntergekommen ist, war die meiste Arbeit schon erledigt. Das war mein Bereich, da habe ich mich wohlgefühlt. Mhm. Und da habe ich eigentlich begonnen, eine Massageausbildung zu machen, aber da war ich noch im Medizinstudium, das ist so erstes, zweites Semester. Mhm. Habe dann eine Zeit lang im Sommer als Masseur gearbeitet und habe mir dann gedacht, okay, mit Medizin, wo kann ich da andocken? Und da ist mir eben die manuelle Medizin über den Weg gelaufen, habe die Ausbildung für manuelle Medizin gemacht und war dann im Wilhelminenspital für die Facharztausbildung und hatte dort eine Kollegin, die leider schon verstorben ist, die nicht nur manuelle Medizin unterrichtet hat, aber nicht in einer deutschen Schule hat sie unterrichtet. Und die hat mir immer wieder von der Osteopathie erzählt und ich habe das sehr interessant gefunden, weil die gesamte manuelle Medizin mich immer zu einem, so gut sie war, und möchte jetzt nicht das Wort reden, ja, also absprechen, aber man kommt an Grenzen. Man kommt an Grenzen, wo dann der Patient nach einer gewissen Zeit wieder da ist und man wieder von vorne anfängt, mit ihm zu arbeiten, weil man das ganze Konzept noch nicht aufgearbeitet hat. Und da war dann, glaube ich, die Osteopathie das, wo ich mir gedacht habe, genau. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, viel mehr Register in der Hand zu haben, viel mehr Möglichkeiten in der Hand zu haben. Da ist es nicht dann nur das Einrichten des Gelenkes, obwohl das ja meine Lieblingsbeschäftigung ist, über was. Das ist schon schön, wenn es knackst. Ja, was herrlich ist. Wunderbar. Und der Patient einmal sagt, hat schon knackst. Er wartet ja auch richtig drauf. Aber man hat eben andere Möglichkeiten in der Hand. Und man kann eben vom, und das ist das Wunderbare, man kann vom Neugeborenen bis, so hart es klingt, bis Sterbebegleitung machen. Also es ist das ganze Spektrum des Lebens spiegelt sich in der Osteopathie wieder. Und so gesehen war das ein Glücksfall, dass ihr damals nach Österreich, die Osteopathie nach Österreich gebracht habt und uns die Möglichkeit gegeben habt, daran teilzunehmen. Und das haben wir sehr gerne gemacht. Und es war auch damals ein Hundsdrucken, aber ein guter Drucken. Das war ja ganz spannend. Die Studenten sind seit damals viel jünger geworden und wir haben jetzt sehr viele, die direkt von der Physioakademie kommen oder noch im Medizinstudium sind. Damals waren das alles ältere Semester, die halt schon auf sowas gewartet haben wie die Osteopathie, die schon vielleicht schon was gehört gehabt haben oder ein bisschen was probiert gehabt haben. Dadurch eine sehr heterogene Gruppe, aber sehr viel interessante Leute. Es waren lauter Individualisten. Ja. Und letztendlich auch lauter Dieben. Also, jeder für sich war schon so eine wirklich gute Persönlichkeit. Also, das muss man schon sagen. Ein bisschen. Und wenn man so denkt, wie wir da angefangen haben, und dann auf den heurigen Bänken, wo wir gearbeitet haben. Es hat schon was gehabt. Keine Skripten, gar nichts. Ein bisschen Overhead, wenn wir Glück gehabt haben. Auf Französisch handgeschrieben. Genau. Ja. Aber es hat sich entwickelt. Und es hat sich wirklich, wirklich gut entwickelt. Und es hat einen Stellenwert bekommen, der eigentlich nicht mehr wegzustreichen ist. Mhm. Osteopathie ist ein stehender Begriff. Wenn du auf der Straße mit jemandem redest, Osteopathie wird von sehr, sehr vielen gekannt, als Begriff selber, oder sie haben selber schon mal Osteopathie in Anspruch genommen. Das ist sehr schön, wie sich das öffentliche Interesse auch entwickelt hat. Und auch die Medienberichterstattung in der Hinsicht. Ja, das ist halt der Punkt, dass wir versuchen müssen, der Osteopathie noch einen weiteren Stellenwert zu geben. Aber das ist ja unser Bestreben, an dem wir kämpfen. Wir arbeiten daran, denke ich, kann man zu Recht sagen. Aber damals war das ja noch nicht so. Damals musste man ja noch wirklich allen Leuten erklären, dass das mit Osteoporose nichts zu tun hat. Ganz genau.
Und ich nehme an, das war auch bei deinen Kollegen in der Privatklinik noch ein Uphill Struggle Es oder war schwierig, würde ich sagen. eine schwierige Eine Diskussion schwierige vielleicht. Zeit. Ich habe mir gedacht, redst nicht viel darüber, machst einfach. Und das Ergebnis wird letztendlich für sich sprechen. Und die Patienten haben ja dann immer mehr danach gefragt. Und nur um einen Schmankerl aus dieser Zeit zu erzählen: Ein Patient, der bei uns in der Klinik gelegen ist, wurde dann von einem anderen Kollegen in einem anderen Privathaus aufgenommen. Und der hat dann während seiner Aufnahmezeit wieder seine Brustwirbelsäulenprobleme bekommen durch das Bett, das halt nicht adäquat war, und hat gebeten, ob nicht dort jemand wäre, der das in Ordnung bringen könnte. Und hat gesagt, nein, es gibt niemanden. Sagt, na, dann möge man mich doch verständigen, ob ich nicht aus der Privatklinik rüberkommen könnte und sie von ihren Schmerzen befreien könnte, was ich sehr gerne gemacht habe. Und wie ich dort in das Haus reinkomme, kommt mir am Gang ein Schul- und Studienkollege entgegen, heute ein wohlbestallter Rheumatologe, schaut mir an und sagt, ah, kommst jetzt auch zu uns schon zum Handauflegen? Ich sage, ja, wenn es ihr nicht macht, irgendeiner muss es ja machen. Also das war schon mehr im Bereich des Handauflegens gesehen. Und es hat nur ganz wenige Kollegen gegeben, die das verstanden haben oder zumindest eine Idee davon gehabt haben, was hier passieren könnte, was hier abläuft, und das dann auch unterstützt haben. Aber wie gesagt, das, ich habe mir gedacht, je mehr jetzt Versuch hier zu erklären oder darüber zu reden, gerade in dieser Zeit, desto mehr Widerstand gibt es. Ich habe mir gedacht, je mehr ich das einfach einfließen lasse als Behandlungskonzept, über das man halt nicht, am Anfang nicht viel redet, aber macht, desto mehr breitet sich das aus und desto selbstverständlicher wird es, weil die ja schon die Ergebnisse davon gesehen haben und nicht sagen, ja, was macht er jetzt und was tut er damit und wieso und wie überhaupt und das ist ja mein Patient und warum greift er den jetzt an und ja, und so hat der Patient gesagt, ja, das war aber gut, was er gemacht hat und das möchte ich gern noch einmal haben und so hat sich das entwickelt. Und da war natürlich auch die Zeit, wo im AKH die Stimmung gegenüber der Komplementärmedizin nicht sehr gut war. Es hat zwar damals schon den Dachverband der komplementären Ärzte gegeben, wo ich auch schon von Anfang an, also seit diesem 92er Jahr, 93er Jahr dabei bin, wo man sich treffen konnte, wo man diese Themen besprechen konnte, aber AKH war damals noch rotes Tuch. Da sind zwar die Kollegen haben dort das alles abgeriegelt, das durfte man nicht. Es hat dann eine Gegenpendelbewegung gegeben, das war dann im Jahre, ja, Anfang 2000, schätze mal 2000 bis 2008 ungefähr. Da gab es ja auch eine Weile diese Ringvorlesung über Ganz genau, Komplementärmedizin, ganz glaube ich genau. sogar. Ja, da haben wir eine Ringvorlesung gehabt und die war im letzten, also im 11. Semester und die hat geheißen interdisziplinäres Patientenmanagement. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir dann dorthin kommen, wo wir eigentlich wollen, den Studenten auch zu erklären, leider ist es alles schön und gut, was ihr gelernt habt, aber es gibt Fälle, die durch die klassische Medizin nicht beherrschbar sind. Und dafür gibt es ein interdisziplinäres Management. Und da hat jeder von uns, von seiner Fachrichtung her, von der komplementären Seite her, dargestellt, wie können wir unterstützend an diesen Patienten arbeiten und hier die klassische Linie unterstützen, nicht dagegen arbeiten, sondern miteinander zu arbeiten. Und das alles unter einem unverdächtigen Titel, Genau. wo niemand von außen sagen kann, was macht ihr da, was Richtig, unterrichtet ihr da? genau. Viele haben Studien präsentiert, also es war nicht so, dass man nur irgendwelche Geschichten erzählt hat. Wir haben sehr viele Fallbeispiele gebracht. Das einzig Schockierende war, ich habe mit dem, das war 11. Semester, und ich habe ihnen erklärt, wie das halt ist, wenn man Gewebe angreift, wie sich das anspürt, wie der Druck ist, wenn ich Knochen spüre, wenn ich hartes Gewebe spüre, wenn ich weiches Gewebe spüre. Kommt die Frage aus dem Publikum eines Studenten: Wozu muss ich denn überhaupt angreifen? Bin im ersten Moment ein bisschen schockiert und aus der Bahn geworfen, weil das, wozu rede ich überhaupt? Also, guter Freund, das ist alles schön und gut und deine wissenschaftlichen Dinge und deine wissenschaftlichen Zugänge in aller Ehre, aber stell dir vor, es geht der Strom aus.
dann gibt es keine Medizin mehr, weil dann steht der Computer und dann kannst du keine Diagnose mehr stellen und dann kannst du keinen Patienten untersuchen. Und warum willst du dir diese alten Techniken, alten jetzt unter Anführungszeichen, diese Techniken wegnehmen lassen? Eine internistische Begutachtung, Zunge, Hautkolorit, Augen, Nägel, Atemgeruch, all diese Dinge, ja? Physikalische Untersuchungen, orthopädische Untersuchungen, neurologische Untersuchungen, alles, was ja bei uns in der Osteopathie zusammenläuft. Das ist ja so ein Werkzeug, das wir in den Händen haben, da würden wir uns ja enorme Kosten ersparen an Untersuchungen, die sinnloserweise gemacht werden, weil, sagen wir nur beim Bandscheibenvorfall, ne? Der Patient möchte eine MR-Untersuchung haben. Jetzt ist die Frage, hat er einen Bandscheibenvorfall? Hat er wirklich einen Bandscheibenvorfall oder hat er nur eine Protrusion oder hat er nur eine funktionelle Störung am Gelenk? Das ist ja nicht heraus, weil sich ja keiner wirklich um die Symptome kümmert. Und wenn er einen Bandscheibenvorfall hat, ist es nicht klar, ist der Bandscheibenvorfall das, was die Schmerzen verursacht oder kommen die von woanders? So ist das. Das ist ein Zufallsbefund. Und das MR will ja nur, dass er schwarz auf weiß hat. Wenn man zu ihm sagt, MR, und sie gehen dann operieren, sagt er, na, operieren gehe ich nicht. Ne? Und warum dann ist MR, naja, dass ich weiß, was ich habe. Ne? Und das ändert jetzt was an der Therapie? Nein, nein, nicht, aber das besteht drauf. Nicht? Und das muss halt unser. Ich habe ein Anrecht auf einen MR. So ist es, genau. So wie ich habe ein Anrecht auf eine Kur. Genau. Aber ich schwafel da weiter, ich glaube, du wirst in deine Fragen weitergehen. Das passt schon. Das passt schon. Was ich vorher noch sagen wollte, ist, du hast beschrieben, dass du eher nicht so viel geredet hast darüber, was du tust, und sondern eher versucht hast, Erfolge zu sammeln und guten Ruf aufzubauen. Und das hat ganz gut zu dem gepasst, wie wir uns in den ersten Jahren verhalten haben. Wir haben versucht, nicht zu viel zu trommeln, wir haben versucht, nicht zu viel an die Presse zu gehen, nicht zu sehr allen Leuten zu erzählen, dass wir die Besten sind, obwohl wir es natürlich gewusst haben, wir sind es. Und ich glaube, damit ist es uns in Österreich auch gelungen, die Osteopathie so ein bisschen einzuschleichen in den medizinischen Betrieb. Und es gab nie diese massiven Konfrontationen, die ich aus Ländern rundherum kenne. Ich glaube, das war eine sehr, sehr kluge Taktik. Weil wenn wir, ihr mit der Schule und ich im kleinen Bereich jetzt im Spital, vehement hineingefahren wäre mit das ist jetzt Osteopathie und ihr müsst alle auf Osteopathie und alles, was ihr macht, ist ein Blödsinn, hätten natürlich sehr, sehr viele Gegner auf den Plan gerufen. Jetzt nicht nur von der klassischen medizinischen Seite, ich würde meinen auch von anderen manualmedizinischen Seiten. Ohne Namen zu nennen. Genau. Da wir aber das, ihr auf eurer Seite, ich auf meiner Seite, so vorsichtig angegangen sind, haben wir dann zu einem gewissen Zeitpunkt schon einen Stellenwert gehabt, wo wir uns einfach nicht mehr wegretten können. Das heißt, man hat nur mehr mit uns leben können und sonst hat es keine Möglichkeit mehr gegeben. Und ich glaube, das war schon sehr gescheit. Hattest du in der Phase auch mit der Ärztekammer zu tun, in der frühen Phase? Was gab es da für Reaktionen? Naja, dadurch, dass ich ja im Dachverband war, hat man mir angeraten, ich soll auch in der Ärztekammer vorstellig werden. Und zu dem Zeitpunkt war die Ärztekammer, für die waren wir, sind es auch noch bis heute, halt ist ein bisschen besser, wenn man jetzt den Magister Schoberwalter, Dr. Schoberwalter dort haben, der ein sehr geneigtes Ohr der Osteopathie gegenüber hat, mit dem ich auch ganz gut kann und der auch versteht um meine Sorgen und Anliegen, wenn ich ihm anrufe. Aber damals war es einfach so, dass die gesagt haben, naja, Osteopathie, da werden ja auch Physiotherapeuten ausgebildet und das ist ja keine ärztliche Domäne und damit gibt es auch gar kein Diplom. Und danke, auf Wiederschauen, interessiert uns nicht. Das war der damalige Stand und da haben wir ein paar Mal angeklopft und sind ein paar Mal in der Art und Weise wieder vor die Tür gesetzt worden. Was ist denn generell die Entwicklung? Ich glaube, diese Ärztekammer-Diplome, die sollen ja überhaupt abgeschafft werden, habe ich gehört. Es gehen die Tendenzen dahin, dass man diese auslaufen lässt, diese Ärztekammer-Diplome. Hat auch ein bisschen jetzt wieder mit diesen Gegenströmungen am AKH zu tun, weil der derzeitige Rektor im AKH ja sehr gegen komplementäre Medizin eingestellt ist. Wir hatten dann nach dieser interdisziplinären Patientenmanagement-Geschichte, haben wir dann noch eine Ringvorlesung bekommen, die war dann erstes, zweites Semester. Die haben es dann sehr gut versteckt, die war dann immer irgendwann, die war immer Mittwoch um 17 Uhr irgendwo dran. Mhm.
in einen ganz kleinen Hörsaal. Ich habe es aber konsequent durchgezogen und es waren meistens, wenn ich Glück gehabt habe, waren 11 Leute drinnen, wenn ich Pech gehabt habe, waren 3 drinnen. Aber wir haben das brav durchgezogen, bis uns auch das abgedreht haben. Ja. Und nachdem unser Aushängeschild im AKH, der Professor Michael Fraß, der ja Chef der Homöopathie ist, in Pension gegangen ist, dann hat man, er war ja Notfallinternist, also er hat ja auch einen klassisch-medizinischen Standing gehabt und daneben die Homöopathie und da hat man das Ganze dann einfach kassiert. Das war ja eine ganz kuriose Geschichte. Ich glaube, diese Homöopathie-Vorlesungen und die Alternativvorlesungen, die wurden ja mitten unterm Semester von heute auf morgen gestrichen vor ein paar Jahren. Ja, das war nach der Nebelaktion. Das war schon. Es ist einer Wiener medizinischen Schule nicht würdig, würde ich ganz einfach jetzt mal behaupten. Ich hoffe, es gibt wieder eine Gegenentwicklung. Die Privatuniversitäten sehen das sehr wohl. Dort gibt es auch Fächer für Komplementärmedizin. Die kümmern sich darum, die haben das auf ihre Fahnen geschrieben, die MedUni scheint daran kein Interesse zu haben. Es pendelt so immer hin und her, wir werden sehen, ob das Pendel wieder zurückschwingt. Ich hoffe. Jetzt haben wir ein bisschen über die Berufspolitik gesprochen, über die Ärzteschaft und die Reaktionen der etablierten Medizin. Wie schaut das mit den Patienten aus? Was für Patienten kommen zu euch in die Klinik? Welche Beschwerdebilder habt ihr da vor allem? Naja, wir haben vorwiegend die, früher waren es noch die rein traumatologischen, jetzt ist ja Traumatologie und Orthopädie zusammengezogen. Also die ganzen Knieoperationen, Hüftoperationen, Sprunggelenksoperationen, Schulter, Ellbogen, also die Operationen an den peripheren Gelenken. Wir haben relativ ausgeprägt auch eine Wirbelsäulenoperation, Chirurgie, sei es jetzt bei Vertebrostenosen oder Bandscheiben-Rollups. Ja. Wir haben eine gute Magen-Darm-Chirurgie, auch Lungenchirurgie, eine interne Schiene mit halt schon älteren Patienten, die halt mobilisiert werden müssen, wo halt osteopathisch nicht viel drinnen ist. Und wir haben eine sehr starke onkologische Gruppe an Patienten bei uns im Haus. Aha. Und das ist vielleicht jetzt interessant auch von der osteopathischen Seite her, weil wir sehr wohl auch bei onkologischen Patienten osteopathisch tätig werden. Da gab es ja früher oft auch die Warnungen zu sagen, da sollten keine Flüssigkeitstechniken angewandt werden, da könnte es sein, dass man Metastasen vielleicht im Körper verteilt. Wie siehst du das aus heutiger Sicht? Differenziert. Differenziert insofern, als das habe ich doch damals immer wieder erwähnt, solange ich bei euch noch unterrichtet habe, auch man das als relative Kontraindikation zu sehen hat, die onkologischen Patienten. Erstens, wie ist er in seinem Staging, wie weit ist er in seiner Therapie oder wie viele Zyklen Chemotherapie hat er schon abgeschlossen und habe ich Kontakt zu seinem behandelnden Arzt. Und das habe ich natürlich im Krankenhaus wesentlich leichter als in der Praxis. Also bis ich da einen Kollegen erwischt habe und der mir vielleicht missmutig Auskunft gegeben hat, dann wie es da ausschaut, wird es schwierig. Im Spital ist es überhaupt kein Problem. Weil da triff ich mich am Gang und sage, pass auf, die und die Geschichte, können wir das machen? Wie schaut das aus? Gibt es Metastasen? Gibt es das? Wie schauen die Lymphknoten aus? Ist ein Befall da? Ist kein Befall da? Und abhängig davon kann man das dann das Programm zusammenstellen. Und da kann man sehr wohl auch Bindegewebstechniken machen und kann auch strukturelle Techniken machen, wenn man weiß, wie man es macht. Und das nicht dort gerade eine Metastase sitzt, wo man arbeitet. Und man kann auch diese EKUT-Techniken sehr gut machen. Also gerade das hilft bei sehr, wie im wiederholten Fall, operierten Patienten, gerade Speiseröhre oder so, wenn man da arbeitet und das freimacht, hat gleich ein anderes Lebensgefühl. Ja. Also es geht in Wirklichkeit darum, seine Lebensqualität zu verbessern. Ich hatte genau über dieses Thema mit dem Mike Kuchera aus Amerika vor 2-3 Monaten ein interessantes Gespräch. Und der hat auch gesagt, sie sind von dem alten Dogma langsam abgegangen, weil sie in den Studien gesehen haben, dass die
Pumptechniken, die ganzen Lymphtechniken, die es da gibt, dass die einen Effekt haben, der eigentlich sehr gut damit vergleichbar ist, mit dem, was passieren würde, wenn der Patient Bewegung macht. Und genau. niemand würde einfallen, einem Krebspatienten zu sagen, du darfst dich nicht bewegen, weil das ist gefährlich. Und zusätzlich zu diesem Effekt von vergleichbar mit Bewegung kommt eben noch der Effekt, dass das Immunsystem gestärkt wird und dass wirklich auch die Reaktionen auf die Chemotherapie und die Lebensqualität deutlich verbessert. Auf der anderen Seite, Lymphdrainagen sind ja auch erlaubt, nicht? Bei den ganzen Mama-Patienten etc. Die kombinierte Kompressionstherapie ist ja alles gestattet. Mhm. Also ich sehe jetzt nicht wirklich den Grund, warum die Osteopathie verboten sein sollte. Also, außer es werden wirklich Red Flags da, das ist schon klar. Ja, aber das ist ja, auf die muss man immer aufpassen. Ja. Also wir sehen das auch so, wie du es beschrieben hast, das ist eine relative Kontraindikation. Natürlich muss man lokal aufpassen, natürlich ist der Kontakt mit dem Arzt wichtig. Natürlich gehört das sehr gut beobachtet, was da passiert. Genau. Vielleicht kurz, weil du die Lymphdrainage angesprochen hast, das bringt uns zu dem Punkt, wie wird bei euch in der Station die klassische physikalische Therapie verknüpft mit der Osteopathie? Ist das ein Entweder-Oder? Geht das Hand in Hand? Wann kriegt wer was? Das ist jetzt hier kein Entweder-Oder, sondern eine Kombination. Mhm. Weil wir einfach versuchen wollen, das Bestmögliche aus allen Welten dem Patienten zur Verfügung zu stellen. Das soll jetzt aber nicht den Eindruck hinterlassen, wir haben ein Supermarktprinzip und wir fahren mit dem Wagen durch und nehmen da ein bisschen an Ultraschall und da ein bisschen an Massage und da ein bisschen an Heilgymnastik und dann geben wir noch zwei Tropfen Osteopathie dazu und das passt schon. Nein, es geht in Wirklichkeit darum, meine beiden Oberärzte sind auch Osteopathen, wie du weißt, und von meinem Team sind immer zwei, drei in osteopathischer Ausbildung, die eher für die kraniosakrale Therapien zuständig sind, die sich da stark machen oder in Faszientherapien. Ich bin meistens zuständig, wenn irgendwo ein Gelenk nicht funktioniert, also das wieder in Ordnung zu bringen. Es ist ja so, dass wir die Patienten nicht sehr lange im Haus haben. Wenn wir jetzt von diesen Knieoperationen sprechen oder von der Hüftoperation, die haben wir noch, sollen wir die noch Wochen haben, aber die Knie geht meistens am nächsten Tag nach Hause. Schon ein Glück, wenn wir Knie jetzt noch zwei oder drei Tage haben, das ist schon für therapeutisch gesehen ein Glücksfall. Also müssen wir kombinieren, dass geschwind was weitergeht. Ja. Und wenn ich vorher, bevor ich zur Lymphdrainage komme, noch Gewebstechniken mache über den Knie, dann springt mir die Lymphdrainage geschwinder an. Ich kann das also sehr gut miteinander kombinieren. Das andere ist, also das ist immer diese postoperative Geschichte. Wenn auch nicht, und man sieht ja sofort im Training, wie das also abfließt, das Blut aus dem Gelenk heraus und das Schleichel eben aus dem Gelenk rausgeht und in diesen Vakuumbehälter hineingeht und kaum fängt man an zum Arbeiten beim Knie. Das zischt weg, wie wenn er aufstehen würde, also wenn durch die Schwerkraft das weggehen würde. Also das kann man direkt den Effekt sehen, den man dadurch erzeugt und der Patient ist schneller abgeschwollen, das Gewebe kann rascher regenerieren und er ist rascher in der Bewegung wieder drinnen. Kommen diese Patienten dann auch zu einer ambulanten Nachbetreuung zu euch in die Klinik? Also das hängt jetzt, sage ich einmal, vom Operateur ab. Manche Operateure arbeiten mit mir zusammen in der Nachbehandlung, da kommen sie zu mir, in meinem Team dort, das ist ein privates physikalisches Institut in der Marianengasse, wo wir das Konzept von der Klinik weiterverfolgen. Auch da sind Therapeuten, die in osteopathischer Ausbildung sind. Mal mehr, mal weniger, kaum sind sie mit der Ausbildung fertig, dann werden sie selbstständig. Ja. Verlassen sie mich wieder. Aber das, so ist das Leben, was soll man machen. Ja, die Kinder werden flügge. Das muss man einfach akzeptieren. Das ist aber auch ein ganz interessanter Punkt, den du ansprichst, dass es so zu sein scheint, dass das natürliche Habitat für einen Osteopathen die private Praxis ist. Ja, absolut. Und es gibt aber auch Kollegen, das ist für uns jetzt einmal die normale Perspektive und für die meisten auch das, was sie sich wünschen und wo sie sich hinentwickeln. Aber es gibt auch Kollegen, vor allem in den angelsächsischen Ländern, die sagen jetzt schon, das ist auch ein bisschen einschränkend, dass es nur diese Perspektive gibt, weil wir nicht im normalen Gesundheitssystem vertreten sind, können wir dort auch keine Karriere machen. Es sollte es auch für Osteopathen sowas wie einen Career Path geben. Wie siehst du das? Ist das irgendwie denkbar, sowas auch bei uns in Spitälern irgendwann einmal zu haben? Natürlich denkbar, sobald wir die Osteopathie auf eine Stufe gestellt haben, die auch so anerkannt ist, dass dem Erfolgs- und dem Karriereweg nichts im Wege steht.
Weil wenn wir jetzt sagen, der ist Osteopath und soll jetzt eine leitende Position bekommen, nur aus dem Grund, dass er Osteopath ist, das wird es nicht spielen. Weil eben diese Anerkennung noch nicht da ist. Dass ich in einer glücklichen Situation bin, eine leitende Position zu haben, obwohl ich Osteopath bin, oder umgekehrt, wie man es will. Ja. Das war eine Fügung des Schicksals, aber ich habe die halt bekommen, bevor ich noch die Osteopathie-Ausbildung gemacht habe. Da haben sie sich halt die Krone ins Haus gesetzt. Die wussten noch nicht, was dort einmal werden wird. Genau. Aber ich glaube, sie sind ganz froh. Das heißt, du arbeitest mit dem Team eng zusammen. Ja. Du machst die Erstuntersuchung des Patienten, nehme ich an, und weist ihn dann zu. Ja, also wir haben, ob ich jetzt die Erstuntersuchung mache oder einer von meinen Kollegen oder meine Therapeuten, die auch sehr starke Rücksprache mit dem Operateur haben, weil der wird in das Konzept natürlich mit hineingezogen in das Konzept. Das hat ja keinen Sinn, jetzt gegen den Operateur zu arbeiten. Wenn der gesagt hat, bei der Operation war das, das und das, bitte macht's mir das und das nicht, dann werden wir darauf Rücksicht nehmen. Wir haben nicht gut beraten, wenn wir sagen, na, wir wissen es besser, wir machen das jetzt ganz anders. Und wir haben die Weisheit mit Löffel gefressen. Man muss zusammenarbeiten, das ist schon ganz klar. Aber was wir halt häufig haben... Ja, und der Operateur hat einen nicht geschaut und wir können das ja doch nicht. So ist es. Aber was auch häufig bei den Operationen passiert, bei den Lungenoperationen, aber auch wenn die Patienten überstreckt sind, bei der Intubation, bei der Narkose, das ist da in diesem Relaxationszustand des Gewebes, der Muskulatur, ist häufig beim Umlagern dann zu Blockaden kommt. Und die Patienten haben dann oft wirklich Schmerzen, postoperativ, die eigentlich mit der Operation ja überhaupt nichts zu tun haben. Und wir werden sehr häufig dann zu diesen Sachen gerufen, die aufgetreten sind, die aber nicht wirklich Grund der Operation sind und ob wir nicht eine Idee hätten, ob wir nicht da was machen könnten. Und in vielen Fällen gelingt es uns, wenn wir wissen, wann ist das passiert, wie ist das passiert. So gesehen kommt uns da die Osteopathie sehr zu Hilfe und den Patienten natürlich. Du arbeitest, glaube ich, in drei verschiedenen Situationen, in der Kassenpraxis, in der Privatpraxis und im Spital. Ja. Wie schaut da eine osteopathische Behandlung im Vergleich aus von der Kassenpraxis bis zum Spital? Gut. Wie ich die Klinik übernommen habe, damals im 92er Jahr, konnte kein Mensch wissen, wie sich das entwickeln wird, ob das überhaupt überleben wird. Damals hat die Paracelsus-Gruppe das Haus gehabt. Und es war halt ein Sprung ins kalte Wasser. Ich habe mir gedacht, da ist es ganz gut, wenn ich noch ein zweites Standbein habe. Osteopathie ist ja erst in den Kinderschuhen gewesen. Habe eine Kollegin mich angesprochen, ob ich mit ihr ein kassenphysikalisches Institut aufmache, das auch seit 92 läuft. In Schwächer draußen und da bin ich einmal in der Woche, um mir Problemfälle anzuschauen. Da ist es so, dass das Arbeiten, und das ist ja das Faszinierende jetzt, ja, jetzt kommen wir ja auf den Punkt, in der Ordination, in meiner Privatordination, kann ich mich spielen mit dem Patienten. Da habe ich alle Zeit der Welt, da kann ich ein Hochamt zelebrieren, ein osteopathisches mit dem Patienten. In der Klinik ist schon ein bisschen weniger Zeit und im Kasseninstitut ist gar keine Zeit. Das heißt, gar keine Zeit ist auch nicht. Also ich habe alle 7 bis 10 Minuten einen Patienten. Der kommt rein, der zeigt mir seine Befunde, der muss sie ausziehen, ich muss ihn behandeln, er zieht sie wieder an, er geht raus. Also das Zeitfenster ist relativ eng und in dem sollte man ziemlich effizient arbeiten. Und da ist es dann witzig, dass man sich die Techniken zusammenlegt, die wirklich effizient sind in der Osteopathie und die macht man dann, weil... Die zwang zwar draußen immer, ich gehe dann zum Knochenbrecher. Aber die Termine sind dort auch ausgebucht. Und sie müssen nichts zahlen dafür, wenn sie in Behandlung sind. Also wenn sie nur so zu mir kommen, dort müssen sie sagen, kleinen Obolus entrichten. Aber wenn sie in Behandlung sind, dann gehört das zur Behandlung dazu. Wird nichts verrechnet. Aber auch hier sind wir drauf gekommen, dass eben ein, zwei Dinge, die man tut, dem Patienten schon enorm weiterhilft. Die ganze klassische physikalische springt dann wieder an. Wenn ich merke, der rennt nach 7, 8 Therapien gegen eine Wand, der kommt nicht weiter mit der Therapie. Und man weiß, man hat diese Tools in der Hand, um jetzt die Schulter beweglich zu machen. Ich denke mir an
Distorsionsmodelle, nicht? Bei den Faszien, wenn ich die einmal durchziehe und der bewegt seine Schulter wieder. Na, das ist ja sensationell, obwohl er jetzt schon wochenlang gearbeitet hat und nichts weitergegangen ist. Auch wenn ihm das Schmerzen bereitet. Und so denke ich, dass es in einer abgespeckten Art und Weise Möglichkeiten gibt, mit sehr effizienten Tools zu arbeiten. Im Spital halt schon ein bisschen ausufernder, da hat man schon mehr Zeit, da hat man fast so wie in der Ordinationszeit. Und in der Ordination hat man ja überhaupt alle Möglichkeiten hier. Und da sind ja auch vor allem, das teilt sich ja dann auch in den Patienten auf. Die Patienten, die ich in der Ordination habe, das sind ja oft Patienten, die halt von der Medizin ausgesteuert sind. Wo es heißt, damit müssen sie leben. Da kann man nichts mehr machen. Und da fangen du, wir alle mit diesem Diagnosebild erst einmal zum Arbeiten an. Das typische Patientengut für die Osteopathinnen und Osteopathen. Die schon überall anders waren. Also man kann das schon auf spezifische Bereiche runterbrechen. Und ich glaube, man muss auch als Osteopath flexibel sein und darf nicht sagen, ich kann nur arbeiten, wenn ich jetzt in meinem Umfeld bin. Also das ist so ein bisschen Schamanismus. Das ist ganz spannend, was du da berichtest und was du erzählst, weil das sehr ähnlich ist wie das, was unsere amerikanischen Kollegen immer erzählen. Das Mike Cucchiaro hat diese 3-3-3-Methode für systemische Patienten, für systemische Erkrankungen, wo er sagt, ein bisschen an den Lymphen, ein bisschen am Sympathikus, ein bisschen am Parasympathikus. Und wo wir immer sagen, in 10 Minuten osteopathische Behandlung, geht das überhaupt? Und ganz interessant, dass du das auch in einer deiner Praxissituationen hast und ausprobierst. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass das oft ganz spannend ist, wenn man in einer Notsituation ist, wenn man geschwind wen einschiebt oder so, wie viel dann doch möglich ist, auch wenn man nicht das ganze Spektrum durchgeht. Und wenn da wirklich einmal einer raussticht und man sagt, da nehme ich, habe ich zum Beispiel in Schwächer auch die Möglichkeit, dass ich was auf, das ist eine Geschichte, die ist langwieriger, da kommen wir jetzt mit diesen Dingen überhaupt nicht weiter, dann nehme ich mir den halt als letzten Patienten an dem Tag und dann nehmen wir halt für den Zeit und arbeiten halt das Spektrum dann auf. Ja. Auch diese Möglichkeiten muss man sich geben. Also ich denke schon, dass man ja, flexibel einfach sein soll. Und jetzt dann nicht immer nur rechnet, was bringt es mir, was kostet es, was hat es. Sondern, wo steht der Patient, was kann ich für ihn tun? Ein zufriedener Patient bringt 100 andere Patienten. Vielleicht noch ein bisschen zurück zur Theorie, zum Gebäude, zur Philosophie der verschiedenen Bereiche. Wir hatten vor einigen Wochen hier im Café Steelpoint den Christian Hartmann zu Gast, der sich sehr viel mit der Geschichte der Osteopathie und mit der Philosophie beschäftigt hat. Und da in dem Gespräch ging es sehr viel darum, dass es eigentlich in der Medizin vor 100 Jahren zwei grundlegende Strömungen gegeben hat, die aufbauend auf Claude Bernard, der gesagt hat, das Milieu ist alles, es ist wichtig, sich um die Gesundheit zu kümmern. Und diese Strömung, die auch Still dann beeinflusst hat. Und die Gegenströmung, wo Pasteur dann die ersten Bakterien, die ersten Mikroben entdeckt hat. Und eine Medizin, die sich an der Pathologie orientiert und am Kampf gegen den bösen Virus, gegen die bösen Bakterien. Und Christian hat es so beschrieben, dass das eigentlich zwei völlig inkompatible Strömungen sind. Und hat gesagt, wenn wir als Osteopathen beginnen, uns da langsam und da anzupassen an die herrschende Medizin, die nur an den Kampf gegen die Pathologie denkt, dann werden wir irgendwann assimiliert und das ist nicht möglich, unsere Ideen, die Gesundheit zu stärken, da weiter zu verfolgen. Wie siehst du das? Siehst du das auch so ausschließlich? Nein, absolut nicht. Und ich würde diese Stellungnahme eher so sehen, dass ein bisschen das Selbstwertgefühl eingeschränkt ist. Warum soll ich mich assimilieren? Warum soll ich mich vereinnahmen lassen von einer anderen Richtung, nur weil ich was anderes mache? Obwohl ich auch anerkenne, dass die andere Seite, die pathologische Seite, die Seite, die die Krankheit bekämpft, ihre Berechtigung hat. Ich habe mich auf meiner Seite genauso diese Berechtigung. Aber von diesen beiden Mengen gibt es Schnittstellen. Ja, um Himmels Willen, natürlich muss es das geben. Es gibt nicht den Menschen, der nur so ist und den Menschen, der nur so ist und der nur auf das anspricht und der nur auf das anspricht. Und diese Krankheiten sind multifaktorelle Geschehen, die im Körper ablaufen. Das heißt, ich brauche diese klassischen Methoden, weil sonst stirbt man der auf der anderen Seite unter die Hände weg. Aber ich kann das unterstützen und ich kann einen behandeln, der dann zufällig halt auch etwas bekommt, was
mit einer schulmedizinischen Intervention behandelt werden muss. Na, natürlich wird man das gemeinsam machen. Das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt aufgebe, dass ich meine Gesinnung aufgebe, dass ich mein Gedankengut wegwerfe und dass ich Überläufer werde. Absolut nicht. Ich denke, wir in Wien haben da vielleicht auch noch einmal einen anderen Zugang zu der ganzen Frage, weil es ja mit dem Wiener Team, mit Bischinger, Bergsmann, dem Stacher, da durchaus Leute gibt, die dieses Gedankengut von Bernard weitergeführt haben und an der Regulation, am Milieu gearbeitet haben. Und ich kann mich erinnern, wir hatten in der Frühzeit, in den 90er-Jahren, irgendwann einen Termin mit dem Stacher und der hat gesagt, ich habe von Osteopathie noch nicht viel gehört, aber das, was ihr da macht, ist Regulationsmedizin und das verstehe ich wieder und deswegen finde ich das gut und unterstützenswert. Also von daher gibt es ja auch durchaus in der Schulmedizin bei uns diesen Flügel, der sich da mit dem Milieu und mit der Regulation beschäftigt hat. Ich habe das Glück gehabt, noch einige dieser Herren persönlich kennengelernt zu haben, von der Bischko, von der Akupunkturseite, die wirklich sensationelle Menschen waren, die wirklich was drauf gehabt haben, die großartige Ärzte waren und die auch das, was sie gelebt haben, vermitteln konnten. Die auch ein Interesse geweckt haben bei den Studenten, bei den Zuhörern. Und damals hatten die auch noch diese Freiheiten, das zu tun, was wir uns jetzt leider weggenommen haben, wo wir wieder am Anfang werden. Wie siehst du so die weitere Entwicklung generell? Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass bei jungen Medizinern das Interesse an Komplementärmedizin eigentlich relativ gering ist im Moment. Das ist erstaunlich, weil in der Bevölkerung ist das Interesse sehr groß und wo es eine Nachfrage gibt, müsste es eigentlich auch ein Angebot geben. Aber in einer älteren Generation gab es noch eine Menge Leute, die ein sehr großes Spektrum an Methoden kannten, die Akupunktur gemacht haben, die Manualmedizin gelernt haben, vielleicht später dann Osteopathie, die sich mit pflanzlichen Heilmitteln auskannten, die so Ganzheitsmediziner im ursprünglichen Sinn waren. Und ich habe den Eindruck, die sterben langsam aus. Was ist da deine Sichtweise? Nicht aus. Ich sehe das eher so, dass man sie aussterben lässt. Wir hatten damals eine Studienordnung, die sehr frei war. Wir haben uns damals alle ausgesucht, die Vorlesungen, die wir besuchen, wir mussten eine gewisse Anzahl an Stunden zusammenbekommen und haben dann in kürzerer oder längerer Zeit das Studium der Medizin absolviert, das damals auch noch Ars Medica geheißen hat und nicht Science of Medicine, wie es jetzt heißt. Weil für mich Ars Medica einfach das richtigere und passendere Wort ist. Die Reformen des Medizinstudiums sind jetzt so weit fortgediehen, dass das Medizinstudium ein total verschultes System ist. Wenn ich einmal die Aufnahmeprüfung geschafft habe und die erste große Prüfung hinter mich gebracht habe, dann weiß ich, wenn ich mich an die Zeiten halte, bin ich in 5 Jahren fertig oder was auch immer jetzt die Vorgaben sind. Man wird durchgetrieben in kleinen Gruppen und es geht nur mehr um die Wissenschaftlichkeit, um das. Es wird ja die komplementären Seiten gar nicht angeboten. Der zweite Punkt ist, durch diese ganze Zugangsbeschränkung haben wir viel, viel weniger Ärzte. Das heißt, wie wir fertig geworden sind, hatten wir das große Pech, 3 Jahre warten zu müssen, aber das große Glück, uns irgendwelche Nischen suchen zu müssen. Das war nicht so, dass uns einer nachgerannt ist und sagt, die möchte ich jetzt als Internist haben oder du bist ein toller Chirurg oder willst du nicht Orthopäde werden oder so. Wir haben gekämpft um die Fachausrichtung, die wir haben wollten. Wir haben uns dafür eingesetzt, aber wir haben gesagt, okay, wenn das so ist, wir müssen uns irgendwie auch positionieren, damit wir für die Patienten sichtbar werden. Und da waren viele Kollegen, die gesagt haben, okay, ich schaue mir die Akupunktur an, ich schaue mir die Homöopathie an, ich schaue mir die manuelle Medizin an, ich schaue mir dann die Osteopathie an, all diese Dinge. Und da war die Zeit dafür da. Und jetzt, aufgrund der geringen Anzahl an Studenten, die wir jetzt, oder fertigen Medizinern, die wir haben, die sind ja gerade so viel da, dass sie das System erhalten können. Mehr sind ja nicht da. Also die haben gar keine Zeit, was anderes zu machen. Die sind so in dem Alltag drin. Ich meine, das beste Beispiel, ich weiß es ja von meiner Tochter, die ja auch bei euch ist in der Ausbildung. Jetzt wieder dann, wenn es die Facharztprüfung, hallo, erledigt hat. Sie sagt, ja, wir haben leider zu wenig Angebot in der Richtung bekommen. Und das ist eine gesteuerte Sache.
weil es wären sehr viele dafür empfänglich gewesen, wenn man ihnen die Möglichkeit gegeben hätte, etwas davon zu erfahren. Also finde ich, dass das schon eine sehr gesteuerte Aktion ist, dass man diese ganze komplementäre Seite wegbringt in die Gesundheitsberufe hinein, in die Wirtschaftskammer hinein, weg von der Medizin, weg von der Physiotherapie, wollen wir nichts damit zu tun haben. Das heißt, wir können nur hoffen, dass viele Ärzte dann trotzdem in eigene Initiative beginnen, Interesse zu entwickeln oder vielleicht durch die Nachfrage der Patienten dazu getrieben werden, so wie das auch bei dem Spital funktioniert hat. So ist es. Also die Patienten sind einmal das Wichtigste. Ein Patient wünscht sich etwas, möchte etwas haben und fordert das auch ein. Und wenn es an der Stelle nicht bekommt, wird er woanders hingehen. Ich glaube, das werden sich auch, wenn es immer die Frage gibt, ist es ein guter oder ein schlechter Osteopath, der arbeitet. Ja? Das regelt auch der Patient. Wenn ich zweimal zu jemandem hingehe und es tut mir mehr weh nachher oder ich fühle mich nicht gut aufgehoben, dann werde ich halt dann nicht mehr hingehen. Wenn ich mich bei einem anderen sehr gut aufgehoben bin, dann wird der an Patienten übergehen. Also das ist auch ein selbstregulierendes System. Aber ich wollte eigentlich was anderes sagen. Was war deine Frage? ob sich die jungen Mediziner vielleicht später beginnen, genau, dafür zu interessieren? Genau. Ja, ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo sie dann selber in der freien Wildbahn sind und wo sie dann merken, dass sie mit dem, was sie gelernt haben, nicht mehr auskommen. Es wird wahrscheinlich einige geben, die dabei bleiben, Medikamente zu verschreiben oder weiterzuschicken. Und manche werden sich den Kopf darüber zerbrechen, dass da vielleicht doch was anderes dahinter steckt, dass dieses System blockiert, dass dieses System nicht gesund werden lässt und dass es da vielleicht Möglichkeiten gibt, aktiv werden zu können. Lass uns hoffen. Ja, lass uns hoffen. Und wir werden sehen, wie sich die Sache entwickelt. Vielleicht zum Abschluss noch ein kurzer Themenwechsel. Es gibt dieses Zitat von Emerson, Art is a jealous mistress, die Kunst ist eine eifersüchtige Geliebte. Und so ähnlich ist mein Eindruck immer von der Osteopathie, dass daneben eigentlich nicht viel Platz hat. Ich schaffe das kaum, Musik zu machen oder mich für andere Hobbys zu interessieren, weil die Osteopathie so viel Platz einnimmt. Dir ist das irgendwie gelungen und du bist ja, glaube ich, seit vielen Jahren inzwischen mit dem Theater auch liiert. Ja. Wie hast du das geschafft und was machst du da theatermäßig? Erzähl uns noch kurz zum Schluss ein bisschen davon. Sehr gerne. Theater spiele ich jetzt, also wir haben jetzt unser 20-jähriges Jubiläum. Seit 20 Jahren spielen wir jetzt regelmäßig einmal im Jahr. Es war eigentlich mein Wunsch, in der Volksschulzeit, schon ab der Volksschulzeit zum Theater zu gehen, meine Eltern nicht wirklich gutiert haben. Sie haben gesagt, du lernst was Gescheites, Jurist, Techniker oder Mediziner, so stand es aus von den drei. Na, habe ich Mediziner genommen, nicht? Das ist auch ein bisschen Theater, wenn es bei der Tier reinkommt. Sagt, na, wie geht's uns heute? Es ist auch täglich ein Auftritt. Und letztendlich kam es dann im Jahre 2000 dazu, dass ich die Theatergruppe, die wir in der Schule hatten, wieder zusammengerufen wurde, um zur 100-Jahr-Feier ein Stück aufzuführen. Und wir haben gesagt, das ist eigentlich schade, dass wir jetzt wieder alle auseinandergehen. Und so hat sich das entwickelt, dass wir dann uns jährlich ab Oktober zu Proben treffen, die zweimal in der Woche stattfinden. Und jetzt schon zwei Wochen spielen, dann aus Witt spielen. Also das ist schon ziemlich aufwendig geworden, wobei jetzt nicht mehr nur Leute aus der Theatergruppe da sind. Wir sind jetzt eine semi-professionelle Gruppe, es sind ein paar, die aus der Theaterwelt kommen, die halt Geldberufe nebenbei haben, aber die Schauspielausbildung hinter sich gebracht haben. Ich bin so ein bisschen so ein Quereinsteiger, ich habe so eine private Ausbildung gemacht. Also ein bisschen habe ich mir das schon noch geholt, was man mir verboten hat. Und ich glaube aber, eben weil die Osteopathie so was Künstlerisches ist und vielleicht wird mir da unser Tanzgenie der Peter Sommerfeld auch recht geben, man lebt das auch in einer anderen Art und Weise aus. Man lebt es nicht nur in der Osteopathie aus, sondern es entwickeln sich auch die anderen Dinge, die man macht, haben dann mehr, man gibt mehr von sich dann. Irgendwie ist man präsenter auch in diesen Dingen dann. Und ich denke, das, was man wirklich machen will, dafür findet sich immer Zeit. Ein schönes Schlusswort, denke ich.
für unser Gespräch. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für den interessanten Einblick in eine Situation, die nicht typisch ist für die osteopathische Praxis. Sehr gerne, bin sehr gerne zu dir gekommen. Vielen Dank. Euch danke ich fürs Zuhören, fürs Zuschauen, trotz der kleinen Schwierigkeiten am Anfang. Und ich möchte euch noch kurz präsentieren, was wir so in den nächsten Tagen vorhaben. Es wird morgen den Teil 4 unserer Embryologie-Werkstatt geben. Es wird wieder hier geknetet und gebastelt mit dem Dr. Erich Meyer-Falli. Und am Donnerstag in dieser Woche, übermorgen, gibt es wieder einen Vortrag von der Claudia Nox, ein Gespräch mit der Anja, zum Thema Brustgesundheit aus osteopathischer Sicht. Für die nächste Woche werden wir dann ein bisschen reduzieren. Wir werden in einer Phase, wo die ganzen Praxen wieder anfangen, wo die reguläre Arbeit wieder anfängt, wo vielleicht dann bald auch andere Kaffeehäuser wieder aufsperren, unseren Betrieb ein bisschen reduzieren, aber nächste Woche auch noch zweimal Programm anbieten, vermutlich Dienstag und Donnerstag. Was genau, werden wir euch noch bekannt geben. Schönen Abend, danke fürs Dabeisein, wir sehen uns nächstes Mal.